Mein Mann war der Ausschlaggebende. Also der dieses WC haben wollte. Er hat es, wie gesagt, schon in arabischen Ländern benutzt. Und natürlich nicht mit diesem Komfort, den man jetzt beim AquaClean hat. Aber er hat das damals eigentlich schon immer sehr gern hergenommen. Und für ihn war das dann eigentlich gleich fest, dass wir das auf jeden Fall machen. Wenn man es dann einmal benutzt hat, dann möchte man es eigentlich nicht mehr missen. Also ich war wirklich vom ersten Mal dann schon überzeugt. Und dann bin ich mit einem Lächeln aus dem Bad gekommen und dann hat mein Mann gesagt, passt schon. diese sanfte Reinigung und einfach nachher dieses frisch Fühlen war für mich dann eigentlich ganz ein wichtiger Punkt. Ja, wie gesagt, also wenn ich in der Früh ins Bad gehe, dann mache ich mich frisch, ich wasche mir das Gesicht, ich wasche mir meine Hände mit Wasser, mit purem Wasser, ohne chemische Zusätze. Das ist eben jetzt bei diesem WC auch der Vorteil, ich muss keine feuchte Tücher mehr benutzen, die irgendwelche Allergien vielleicht hervorrufen können. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich das mit dem puren Wasser einfach bewerkstelligen kann. Den Service, den machen wir eigentlich selbst. Also es ist jetzt gar nichts Dramatisches. Nicht? Man wechselt eventuell mal die Düse oder man muss mal den Aktivkohlefilter wechseln, aber das ist relativ einfach. Es ist nur ein Schubladen, den ich rausziehe oder den Aktivkohlefilter wieder reinschiebe. Also sehr leicht zum Handeln. Bei uns haben es schon einige ausprobiert, manche auch noch nicht. Und also ich habe jetzt die Erfahrung, dass bei uns die Männer risikofreudiger sind, also die haben das schon fast alle ausprobiert. Die Frauen sind immer ein bisschen zurückhaltend. Aber es wird am Anfang dann belächelt und wenn sie es dann benutzt haben, sind sie alle begeistert. Der Preis ist wirklich gerechtfertigt. Also es ist nicht billig, aber man leistet sich so viele andere Sachen. Und für uns war es dann wichtig, dass man einfach dieses Geld investiert in was, was ich einfach jeden Tag auch benutzen kann. Also Komfort und Wohlbefinden ist sehr wichtig. Wenn ich also da jetzt, man hat einen gewissen Standard und von dem möchte man eigentlich auch nicht mehr runter. Und dazu trägt eben auch das Bad als Wellnessbereich bei, genauso wie das schöne, angenehme Wohnzimmer mit angenehmem Licht etc. Also für mich spielt das eine große Rolle.